Eine mit 25 Tonnen Stahl beladene LKW ist am heutigen Morgen im Landkreis Görlitz umgekippt. Der 19-jährige Fahrer kam zwischen der sogenannten Reisauskreuzung und Melaune von der S122 ab. Weshalb wird derzeit ermittelt. Der Fahrer hatte Glück im Unglück, er blieb unverletzt. Der LKW werde aber erst morgen nach der Aufhebung der Autobahntunnelsperrung gebogen, sagte ein Polizeisprecher. Grund sei, die S122 ist Umleitungsstrecke. Der Sattelzug liegt neben der Fahrbahn und gefährdet derzeit keinen Straßenverkehr.